Heute später Abend wird das FED-Protokoll veröffentlicht und das könnte diesmal wirklich interessant werden, denn wir haben ja sehr widersprüchliche Aussagen gesehen aus der FED. Paul hat gesagt bei der Pressekonferenz nach der letzten FED-Sitzung im Dezember, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Williams dagegen hat wenig später gesagt, nö, wir haben nicht wirklich darüber gesprochen. Dementsprechend wird es jetzt sehr interessant sein zu sehen, was in diesem FED-Protokoll steht, das heute 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht wird. Aber eins ist klar, die Märkte sind so ein bisschen von ihrer Wolke 7 runtergekommen. Die haben ja 6 bis 7 Zinssenkungen in 2024 eingepreist, bei gleichzeitig einem irgendwie wundersamerweise dann stattfindenden Soft Landing der US-Wirtschaft und die Abwärtsbewegung bei den US-Aktienmärkten und die Aufwärtsbewegung bei Dollar und Renditen auf der anderen Seite, die ist getrieben durch die Ernüchterung oder durch die Erkenntnis, naja, vielleicht wird es doch nicht so viel mit den Zinssenkungen, vielleicht haben wir da ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Schauen wir uns im Vorfeld des FED-Protokolls die Dinge mal an. Da haben wir zunächst mal ja diese widersprüchlichen Aussagen, nachdem Paul gesagt hatte, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, sind einige FED-Mitglieder aufgetreten, so wie John Williams von der New York Fed, die gesagt haben, nein, wir haben nicht wirklich darüber gesprochen. Was jetzt? Habt ihr darüber gesprochen oder habt ihr nicht wirklich darüber gesprochen oder gar nicht darüber gesprochen? Das wird interessant sein zu beobachten im FED-Protokoll, wie man sich da aus der Affäre zieht. Die Märkte jedenfalls haben bis Anfang Januar gesagt, naja, wir glauben mal dem FED-Chef, lass die anderen FED-Mitglieder doch reden. Man hat also praktisch sich nur auf die Aussagen von Jerome Powell verlassen. Wird das nach dem FED-Protokoll weiter so gehen, so oder so? Die Financial Conditions, also ein Konglomerat aus Aktienkursen, aus Renditen, aus Kreditvergabekriterien, die haben sich maßgeblich gelockert, so stark in 2 Monaten wie noch nie, nicht mal als die Fed Quantitative Easing 1, 2 und 3 betrieben hat. Dementsprechend jetzt eben die Frage, wird das schon im März etwas mit den Zinssenkungen oder wird das Fed-Protokoll und vielleicht auch die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die ja kommen, oder dann nächste Woche die US-Inflationsdaten, werden die diesen Termin halten können im März? Denn wir sehen, dass nach wie vor sehr stark angenommen wird, dass die Fed eben im März erstmals dann die Zinsen senken wird. Wir haben eine 68-prozentige Wahrscheinlichkeit für dann einen Zinsschritt von 0,25% nach unten, sogar 6,3% für 2 Zinsschritte nach unten und eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen auch nach dieser Sitzung unverändert lassen wird. Also man geht eher davon aus, ziemlich deutlich davon aus, um und bei 75%, dass die Zinsen dann im März sinken werden. Und hier sehen wir nochmal diese Projektionen, die in den Märkten, in den Fed Fund Futures eingepreist sind. 6 bis 7 Zinssenkungen, sportlich, wie gesagt, ohne Soft Landing. Also mit Soft Landing genauer gesagt, also mit der Vorstellung, ja, die Wirtschaft, die geht rund, die geht nicht wirklich runter, die Inflation aber geht runter. Und dementsprechend beste aller Welten. Heute hat sich Steve Eisman aus The Big Short geäußert und gesagt, naja, die Fed wird nicht so sich beeilen mit den Zinssenkungen, weil man eben die Erfahrung aus den 1970er Jahren fürchtet, als man zu früh die Zinsen gesenkt hat, dann die Inflation wieder nach oben gegangen ist. Und das könnte diesmal auch sich so ähnlich abspielen. Heute hat Barkin von der Richmond Fed sich geäußert und gesagt, ja, das Potenzial für einen weiteren Zinsschritt sei auf dem Tisch, also Potential for additional rate hikes remain on the table. Aber mal schauen, wie es eben mit den Daten ausgeht. Also man will sich nach wie vor dieses Hintertürchen offen lassen. Wir könnten ja die Zinsen anheben, wenn es denn wirklich sein muss. Aber das ist die Kakophonie eben aus der US-Notenbank. Wir haben dann heute Daten bekommen, interessante Daten. ISM-Index-Gewerbe, ein Ticken besser als erwartet mit 47,4. Gleichwohl ist das der 14. Monat in Folge mit Schrumpfung, denn alle Werte unter 50, die bedeuten Schrumpfung. Wir sehen, dass Employment ganz ordentlich war, New Orders schwächer war dagegen und die Prices Paid mit 45,2 etwas schwächer im letzten Monat. Und wir haben dann die JOLTS bekommen, also die angebotenen Stellen in den USA. Ticken niedriger als erwartet, allerdings wurde der Vormonat nach oben revidiert. Aber was auffällig ist, wir sehen New Hires, also praktisch neue
Anstellungen. Da sehen wir den größten Fall seit Juli 2020 mit einem Rückgang von 363.000 im November. Auch die Quits sind deutlich nach unten gegangen. Also Leute, die ihren Job verlassen, weil sie sagen, oh, dann kriege ich einen anderen Job, der viel besser dotiert ist. Also wechsle ich mal. Also man sieht, die Wechselstimmung ist nicht mehr so gegeben, weil die Leute jetzt sich nicht mehr sicher sind, ob sie wirklich dann einen anderen Job bekommen. A und B, ob der dann auch wirklich besser dotiert ist, dieser andere Job. Und das Ganze, nämlich diese JOLTS, hat dazu geführt, dass die Flüsterschätzungen jetzt für die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag 14:30 deutscher Zeit kommen, dass die etwas nach unten gehen und vielleicht sogar unter der Marke von 100.000 liegen könnten. Die Konsensschätzung liegte bei 163.000 und diese Hires, die jetzt so stark zurückgegangen sind, also die Neueinstellungen innerhalb der JOLTS, die haben einen Vorlauf von 8 Monaten. Normalerweise zu den Non-Farm Payrolls, also zu den offiziellen Arbeitsmarktdaten, könnte also bedeuten, dass der Arbeitsmarkt jetzt wirklich langsam anfängt, schwächer zu werden. Das war ja eigentlich eine Bedingung für die Fed, die Zinsen zu senken. Ist bisher nicht wirklich passiert. Wir sind bei der Arbeitslosenquote wieder bei 3,7%, nachdem wir schon bei 3,9% gewesen sind. So oder so, wenn wir zu den Märkten kommen und deren Reaktion, dann sehen wir heute die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 4% mal zwischenzeitlich. Ist dann wieder ein bisschen drunter gelandet, aber diese magische Marke von 4% war lange so ein bisschen die Grenze, ab der die Märkte nervös wurden. Jetzt kommen wir von 5%, sind dann auf unter 3,8% gefallen, jetzt also wieder in Sichtweite der 4% Marke. Wir sehen auch, dass jetzt die Long-Positionen etwa bei den Kunden von JP Morgan in Sachen Anleihen deutlich zurückgefahren wurden. Man hat die Short-Position wieder eröffnet. Das bedeutet nichts anderes, dass mehr Leute jetzt institutionelles Geld wieder damit rechnen, dass die Renditen steigen könnten, während noch vor kurzem alle der Auffassung waren, ja, die Renditen, die werden und müssen weiter fallen. Das ist eben auch eines dieser Mosaiksteine mit dem Dollar, mit den Aktienmärkten, die Renditen, die das Bild hier komplettieren. Und wenn wir bei den Aktienmärkten sind, sehen wir S&P 500 mit minus 0,7, Dow minus 0,6, Nasdaq knapp 1%. Small Caps hat es heute erwischt, die sich gestern deutlich besser noch haben halten können mit 1,9% im Minus. Wir sehen wieder eine Apple im Minus, wir sehen eine Tesla im Minus. Ansonsten nicht so wahnsinnig viel Bewegung bei den großen Tech-Werten. Aber Apple nach der Abstufung weiter unter Druck. Jetzt Analysestimmen, etwa HSBC, Max Kettner, der sagt, ja, also nach diesem Goldilocks-Szenario, das wir seit Ende Oktober gesehen haben, werden wir ein bisschen vorsichtiger, nehmen ein paar Chips vom Tisch und warten, ob wir mal bessere Einstiegspunkte bekommen. Goldman Sachs dagegen sagt, ja, also das Cash, was an der Seitenlinie ist, das wird die Rallye wirklich beflügeln bis Februar, wobei so viel Cash an der Seitenlinie ist nicht mehr. Die Investitionsquote von Vermögensverwaltern ist sehr hoch, die Long-Positionierung in Futures ist extrem hoch, die Stimmung ist sehr euphorisch gewesen. Morgen bekommen wir dazu neue Daten, sowohl der Vermögensverwalter wie auch der Privatinvestoren. Und hier unten sehen wir in diesem Chart eine mögliche Schulterkopf-Schulter-Formation. Vielleicht testen wir beim S&P 500 nochmal die Nackenlinie, dann eine Erholung mit dann einer Schulterkopf-Schulter-Formation. Ist ja normalerweise eine bärische Formation, gerade wenn die Nackenlinie dann gebrochen wird. Und der Nasdaq ist jetzt 4%. Etwa unter seinem Hoch, das er noch vor 3 Tagen erzielt hatte. 600 Milliarden Dollar sind mal eben entwichen an Marktkapitalisierung. Das ist all das, was zwischen 13. Dezember und Ende Dezember an Marktkapitalisierung hinzugekommen ist. Die Magnificent 7 sogar 5% im Minus oder von ihrem Hoch entfernt. More volatility is coming, vielleicht. Mal sehen, das Fed-Protokoll wird da schon wichtig, neben den Arbeitsmarktdaten und den Inflationsdaten. Wir sehen derzeit so ein bisschen ein schräges Muster. Wir sehen, im asiatischen Handel passiert eigentlich relativ gar nichts. Dann geht es im europäischen Handel zunächst mal nach oben und dann kommt aber Schwäche in den europäischen Handel, der dann sich in der US-Session nochmal fortsetzt. Und Schwäche ist auch das Stichwort für Bitcoin, das heute unter Druck ist, nachdem Jim Cramer ja gesagt hat, ich bin jetzt bullish für Bitcoin, nachdem er bei 17.000 Dollar bei Bitcoin gesagt hat, also verkaufen, das wird nichts mehr mit Bitcoin, ist er dann eben bei 45.000 Dollar bullish geworden. Heute geht es etwa 6-7% nach unten.
mit dem Bitcoin. 540 Milliarden Dollar sind da offenkundig liquidiert worden. Gerade im Future-Markt ist die Long-Positionierung in Bitcoin extrem, und Auslöser für die Schwäche ist ein Bericht von Matrixport. Die sagen also, die Wahrscheinlichkeit ist doch ziemlich hoch, dass die SEC nicht jetzt im Januar diese Bitcoin-Spot-ETFs akzeptieren wird, praktisch offiziell genehmigen wird. Man trifft sich heute bei der SEC mit Vertretern der verschiedenen Börsen, um das Ganze zu diskutieren. Auf jeden Fall war da so ein kleiner Schreckmoment. Da ging es mal etwas saftig nach unten. Im Dezember hatte eben Matrixport noch gesagt, naja, also wir erwarten, dass Bitcoin auf 50.000 Dollar steigt, weil eben dieser Bitcoin-Spot-ETF genehmigt wird. Wir haben es bis 45.000 geschafft. Jetzt spricht Matrixport davon, dass, wenn es nicht genehmigt wird, jetzt in den nächsten Tagen, 5. Januar ist eigentlich der Stichtag, dann könnte es 20% nach unten gehen mit Bitcoin. Wir werden sehen, was da passiert. Was auf jeden Fall im Bereich Energie passiert, ist, dass die Amerikaner immer dominanter werden, was die Energieexporte betrifft. Nicht nur, dass die Amerikaner ja schon mit Abstand größter Ölproduzent sind der Welt, sondern sie sind jetzt auch größter LNG-Exporter, also praktisch Flüssiggas, sehr schmutzig, sehr toxisch, Methan, diese ganzen Geschichten, aber es ist, wie es ist. Wir kaufen ja sehr ergiebig auch unter anderem amerikanisches Flüssiggas, gell? Hauptsache, wir haben ein Gas, da schalten wir alles ab, was ein bisschen weniger CO2-intensiv ist, gell? Wir sind grün, wir sind fantastisch, wir steigern die CO2-Produktion, da sind wir richtig ganz weit vorne, aber wir sehen, wie jetzt eben die USA, Katar und auch Australien überholt hat. Und Energie ist auch ein Thema natürlich, was die Transporte betrifft über das Rote Meer. Hier sehen wir, dass diese Houthi-Angriffe weltweite Frachtraten jetzt sprunghaft nach oben treiben. Die Aktien von Reedereien wie Maersk, die steigen, die freuen sich darüber, weil eben diese Logistiker dann die Preise massiv erhöhen. Und ich denke, die Amerikaner können sich das eigentlich nicht mehr so lange anschauen, denn das wird die Inflation nach oben treiben, die Kosten für Transport nach oben treiben. Das ist etwas, was dann bald zu Lieferengpässen auch führen kann. Heute ja dieses Attentat im Iran, wahrscheinlich von iranischen Oppositionellen, so ist anzunehmen. Erst war ja die Frage, vielleicht steckt Israel auch da dahinter, aber nein, sieht nicht so aus. Jedenfalls dürfte das die Nervosität in der Region noch weiter verstärken. Über 100 Tote inzwischen, wie man hört. Nasrallah, der Chef der Hisbollah im Libanon, hat heute wieder mal eine sehr pathetische, aber wenig ergiebige Rede gehalten, wo er nicht wirklich konkret sich äußerte, ob da jetzt die Dinge sich weiter aufspulen werden, nachdem ja wahrscheinlich Israel einen wichtigen Hamas-Führer in Beirut direkt getötet hat. Und hier nochmal something completely different, nämlich China. Hier sehen wir eines der Probleme, nämlich wer in China einen neuen Job findet, der sieht sich mit sinkenden Löhnen konfrontiert. Wir sehen, dass in den größten 38 Städten Chinas inzwischen die Löhne bei, wenn man einen neuen Job findet, das Sinken inzwischen passt zu dieser Deflation, die in China derzeit der Fall ist. Die Deflation wiederum ist die Folge von Überproduktion, weil Xi Jinping auf staatliche Unternehmen setzt, die ineffektiv sind, die nicht pleite gehen können. Also wird produziert und produziert auch am Markt vorbei. Das ist eines der Grundübel, was wir hier sehen. Und vielleicht mal eine gute Nachricht, wenn wir jetzt nach Deutschland springen für VW. Hier könnte man vor einem Durchbruch bei den neuesten Festkörperbatterien stehen, die ja anders als diese Lithium-Ionen-Batterien eben aus anderen Stoffen hergestellte werden, sich dann schneller laden könnten, größere Reichweite haben könnten. Ich denke, solange wir diese Ionen-Lithium-Batterien haben oder Lithium-Ionen-Batterien haben, wird die Elektromobilität immer ein Problem bleiben, weil einfach die Reichweiten physikalisch begrenzt sind. Du kannst einfach schlichtweg nicht wirklich diese massive Steigerung der Reichweiten erreichen. Gleichzeitig sind da viele sehr ungute Stoffe in diesen herkömmlichen Batterien bisher drin. Also es wäre Volkswagen zu wünschen. Hier hat man gute Tests gemacht. Allerdings ist es noch ein weiter Schritt wahrscheinlich, bis diese Festkörperbatterien dann wirklich auf den Markt kommen. Aber wir brauchen viel, viel Strom aufgrund der Elektrifizierung.
Hier haben wir jetzt mal die von der Bundesnetzagentur heute die Summe bekommen. Was ist 2023 passiert? Weniger Kohle, mehr Gas, vor allem Flüssiggas. Sehr, sehr schmutzig. Und wir sind glorreich Netto-Stromimporteur geworden seit April, also seit die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Erneuerbaren legen zu, klar, aber was hilft's, wenn eben Dunkelflaute herrscht, wenn kein Wind weht, wenn die Sonne nicht scheint, dann ist das Problem virulent. Erste Empfehlung als Artikel, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Kommt jetzt die Umkehr im Jahr 2024? Big Tech gibt hier ein Warnsignal. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, 20 Uhr reinschauen beim FED-Protokoll. Das könnte wirklich interessant werden, keine Garantie, aber es ist eben wirklich spannend zu sehen, was ist jetzt, wie ist die Formulierung, wie wird man diese Differenz etwa zwischen Paul und Williams irgendwie überbrücken können. Also diese 2,5 Empfehlungen möchte ich sagen, Ihnen ans Herz gelegt. Jetzt sage ich Servus, ciao.